Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir schauen kurz, was wir alles im Mit haben und dann geht's auch schon auf Erkundungstour für eine Höhlenerkundung, immer essentiell. So, da habe ich schon ein Tor eingebaut. Wunderbar, dann legen wir los. Ich sollte auch noch nach ein bisschen mehr Bambus suchen, damit ich die Karte erweitern kann. Södala. Ich glaube, da ist sie schon. Die gruselige Höhle. So, unsere Werkbank haben wir natürlich nicht mitgenommen, aber wir haben eine Eisenspitzhacke. Also das. Uiuiui, und wieder kommt dieses gruselige Geräusch, aber wir lassen uns davon nicht abbringen. Weil es hier zum Beispiel Eisen gibt. Ich finde es ja cool, wie hin und wieder gruselige Geräusche kommen und dann setzt einfach direkt danach wieder das Piano ein. Also das ist ein bisschen. Naja, macht ja nichts. Ah, okay, da sind wir hier auf unserem Hochplateau angekommen. Da waren wir nämlich schon mal. Auf dem Berg oben da drüben. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Stelle. Schauen wir mal da drüben weiter. Einfach mal schauen, was Neues gibt. Einfach mal erkunden, aber ich tue alles schön. Also ich leuchte alles schön aus mit ein paar Fackeln. Ui. Da haben wir noch eine Höhle. Da werden wir doch runtergehen. Und schauen, was dort Neues gibt. Muss immer schauen, was Neues gibt in den Höhlen. Aber gut, diese Höhle. Ja, na gut. Nicht so spannend. So, da werden wir da rausgehen. Ich brauche irgendwie, also wir haben ja schon gesagt, ich brauche Bambus. Deswegen sollte ich zum Wasser, weil dort ja bekanntlicherweise Bambus wachsen sollte. Theoretisch. Okay, da ist ein bisschen steil. Oh. Okay. Oh ja. Demnach merken wir uns, dass das geht. So, da, da. Gut, wir hätten Wasser, wir hätten Sand, aber wir haben keinen Bambus. Dann wäre noch eine Höhle. Ich laufe mal weiter in die Richtung. Aber das schaut mir doch gut aus. Naja, wieder nichts. Nein. Na gut, dann werden wir mal unsere Erkundungsmission werden so in diese Richtung verlagern. Schauen wir mal.
Da unten ist auch Wasser, aber kein Bambus. Okay, da geht es auch überall runter. Ja gut, ich schaue einfach, dass ich nirgends so runterfall. Es wäre schon praktisch. So, da haben wir Lava. Ach, da könnte ich mir etwas Lava mitnehmen. Für den Hausgebrauch sozusagen. So, da nehmen wir ein bisschen Kohle mit. Jetzt schauen wir uns das an. Das gibt es doch nicht, dass wir hier keine Lava einsammeln können. Will Wasser? Ah, jetzt werde ich dann. Genau, Wasser kann ich mir holen, aber Lava nicht. Na, jetzt. Jetzt wird es gleich wieder vorbei mit mir sein. Das gibt es doch nicht. So, jetzt hätten wir hier doch diesen Lava-Block. Sollte man meinen, aber ich glaube, man kann nur stehende Lava abbauen. Deshalb, ja, müsste man wo. Genau, weil dieser Block ist stehende Lava. Genau. Haha, sehr gut. Sehr schön. Wir haben unseren ersten Lava-Eimer mitgenommen. Sehr cool. Jetzt können wir überall Lava platzieren, wo wir Lust haben. Und einen Bruchsteingenerator könnten wir bauen. Auch hier kein Bambus. Aber da vorne vielleicht. Ah, das wäre so cool. Ja, das schaut gut aus. Ah, Bambus gefunden. Yes. Yes. Wundervoll. So, jetzt haben wir schon mal zwei Bambus. Da waren es vier und da haben wir sechs Bambus eingesammelt. Ja, schauen wir, ob es da vielleicht noch mehr Bambus gibt. Nein, dann gehen wir weiter in die Richtung. So, da. Kürbisse. Was soll ich die? Ja, kann ich. Okay. Ich kann nichts mehr tragen. Na gut. Was lassen wir denn da? Ich glaube, die Erde lassen wir da. Okay. Wenn ihr die Taste für alles ablegen kennt, schreibt es doch gerne mal in die Comments. Ach Gott. So. Jetzt aber aufpassen, dass wir nicht wieder Erde mitnehmen. Ach Gott. Es war doch schon eine sehr erfolgreiche Wanderung. Und mit dem Bambus und dem Papier können wir jetzt, glaube ich, unsere Karte erweitern. Ah, da gibt es noch mehr Schafe. So, ja, aber jetzt. Jetzt kann ich nämlich auch keine Items mehr tauschen. Also, cool, da kommt ein richtiger Fluss herunter. Da wird es mich jetzt natürlich gleich wegspülen. Wir versuchen nicht weggespült zu werden. Aha, geschafft. Sehr cool. Aber der Bambus, den wir gefunden haben, war der einzige. Also das ist ein bisschen zart. Okay, dann müssen wir drüber. Okay. Bisschen zu euphorisch gegraben.
So, und da haben wir unseren Unterschlupf wieder erreicht. Und ich hoffe, ihr hört den Ton nicht auch so verzerrt wie ich gerade. Aber das müssen wir uns dann im Schnitt anschauen. Alright, ich bringe den Kürbis noch zurück, glaube ich. So. Und zwar einmal Kürbis. Gut, ich muss mir dann anschauen, was man mit dem Namensschild macht. Wundervoll. Und ich glaube, in diesem Sinne würde ich dieses Erkundungsvideo jetzt mal beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!